Hallo Minecraft, ich bin hier noch an dem letzten Spot, den ich verlassen hatte. Wir haben inzwischen tiefe Nacht, deshalb werde ich mich mal ganz schnell zu meinem Häuschen begeben. Und nach Möglichkeit auch ganz schnell schlafen, weil sonst habe ich ein bisschen Angst hier im Dunkeln. Gleich mal meine neu gebaute Treppe hier hoch zum Haus. Und dann ratzen wir erstmal eine Runde. So, ja, was ich leider noch nicht habe, ist. Oh ja, die Zombies brennen schon alle. Was ich leider noch nicht habe, ist die neue. Habe ich Gravel? Ein bisschen. Nicht viel. Ist den Minecraft City Server zum Laufen zu bringen? Das hat leider noch nicht geklappt. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ich weiß immer noch nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich ist einfach die Map überladen. Das ist aber sehr schade. Können wir aber im Moment nichts dran ändern. Oh, nein, nein. Stirb. So. Ich brauche jetzt eigentlich ganz schön viel Holz, weil ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ich will hier die Villager ein bisschen schützen. Und da ist eine. Habe ich das richtig gesehen? Da ist da eine Cave ist. Ja, da geht's runter. Und da geht's auch runter. Ja, das ist ja interessant. Also das ist für später ganz gut. Wir suchen uns jetzt mal noch ein bisschen Holz. Am besten wäre ein Wald. Aber irgendwie. Den Baum können wir auch noch mitnehmen. Also ich nehme hier jetzt erstmal nur Oakwood. Natürlich hätte ich von dem, ich weiß gar nicht, was es ist, Mahagoni wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich viel mehr hier. So. Das Dorf ist ringsrum von einer Wüste eingeschlossen. Das ist ganz interessant. Ah, da gab es auch einen Apfel. Können wir gerade mal gucken, ob wir da ein Apfelbäumchen draus basteln können. Ob das in Vanilla geht? Ne, geht nicht. Bäumchen fällen. Das war der falsche Baum. Haben wir hier Sand. Sand brauchen wir im Moment noch nicht. Da hat es noch ein, zwei Bäumchen, die nehmen wir noch mit. Und dann fangen wir mal an, die Mauer zu bauen. Noch einer. Ne, das ist ein falscher.
Denn da haben wir noch einen. Also was es hier wirklich sehr viele gibt, sind Kühe. Da werde ich auf jeden Fall eine Kuhfarm anfangen. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen Cobblestone holen in meinem Häuschen oben. Karotsche essen. So. Ja, wir pflanzen hier mal noch ein paar Bäume. Weil Holz brauchen wir sehr viel. Können wir nie genug haben. So. Viel mehr Baustoffe gibt es hier ja gar nicht. Also okay, mit dem Diorit und so. Und Andesit hat man ja in Vanilla ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, was brauchen wir noch? Eine Schaufel sollten wir uns noch mitnehmen. Weil wir müssen mit Sicherheit auch noch irgendwie was einebnen. Auch noch weg. So. Und dann fangen wir mal an hier. Müssen erstmal Platz schaffen für die Mauer. Also die wird zwei dick. Wahrscheinlich werde ich da dann auch noch ein paar Häuschen reinsetzen in das Dörfchen hier. Einfach damit mehr Villager spawnen. Hallo? Weil mehr Villager geben natürlich auch mehr Emeralde und so weiter und so fort. Oder leckt es ein bisschen durch den Shader Mod. So. Ist natürlich in Minecraft City viel einfacher zu bauen mit so einem Builder's Wand. Aber den haben wir hier halt nicht. Ich habe schon eine genaue Vorstellung, wie ich das bauen möchte. Deshalb lege ich hier auch einfach so zack, zack vor mit der Baugeschwindigkeit. So, ich glaube, der Baum hier muss auch noch weg. Sehen wir auch gleich, was das für ein Akazie ist das. Sehen wir auch gleich, was das für ein Holz ist.
Natürlich müssen wir hier nachher dann auch noch ausleuchten. Ist ja selbstverständlich. Woran ich nicht gedacht habe, ist hier einfach noch ein Bett mitzunehmen. Aber jetzt muss ich gleich schon wieder zurückrennen zum Häuschen. Apfel können wir heißen. Aber der Sonnenuntergang ist saugeil. Und Bäume sind auch schon wieder gewachsen, das ist sehr gut. Crafting Table soll ich auch mitnehmen. Und wie sich hier rechts an der Seite der Schatten von den Fenstern mit den Zäunen abbildet, das ist auch natürlich unglaublich schön. Also der Shadow Mod fasziniert mich immer wieder mehr. So, Eisen haben wir ja noch ein bisschen für Werkzeug. Holz haben wir auch noch. Also im Moment für alles gesorgt. So, zack, sind wir schon wieder da. Dann pflanzen wir hier mal das Bett hin. Ein Crafting Table und ein bisschen Licht. Ah, Essen haben wir keins. Müssen wir mal kurz ein, zwei Kühe töten. Und ich hoffe mal, dass die Villager da mir einen schönen Ofen vorbereitet haben. Naja, hier nicht. Vielleicht hier drin. Ne, auch nicht. Ne, gibt's nicht. Gibt keinen Ofen hier. Dann müssen wir uns schnell einmachen. Kohle habe ich natürlich auch keine dabei. Ist ja logisch. Weiter geht's. Was macht der hier? Badet der oder wie? Ja, fast. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll, weil hier riecht es ein bisschen. So. Jetzt muss man hier wieder die Ebene angleichen. Den Gravel nehmen wir mal mit, den können wir nämlich gut gebrauchen. Von innen muss ich ja nicht alles auffüllen. Im Grunde geht es ja nur um die Mauer von außen, damit da keine Monster reinkommen.
gerade schauen, wie weit ich die Mauer ziehen muss. Also ich tue hier wirklich einiges, um ja, in Koexistenz mit den Villagern zu leben. Warte mal, euch nehme ich gerade mal noch mit hier. Ich möchte eine gute Nachbarschaft mit den Villagern haben, ja. Weil gibt nichts Besseres wie gute Nachbarn. So. Hier muss ich überall noch einen draufpacken. Ich hätte mich verklickt und da hätte irgendwo was anderes platziert. So, ist gut. Das passt. Aber ich guck mal, ich weiß noch nicht, ich werde mich mal beeilen. Und guck mal, die Villager gehen schon voll auf die Mauer los. Also ich würde mich beeilen und dann die Mauer vielleicht jetzt noch fertigstellen. Das wäre natürlich ideal. Aber es dauert natürlich auch eine Weile. Ihr kennt es ja von mir hier, was ich gerade mache. Ich mag es ja nicht, wenn Steinblöcke auf... wenn Steinblöcke auf Erdblöcken stehen. Das finde ich ja immer so. Natürlich ist es in der realen Welt auch manchmal so. Aber die sind ja dann normal unter überverdichteter Erde. Deshalb, ja, das ist einfach so ein Spleen von mir, dass ich das immer so festmache. Hallo, geh weg. Hallo. Was willst du von mir? Steht er mir einfach im Weg? Ja, da kann ich nicht bauen. Zweck? Ne, immer noch nicht. Ich glaube, vom Schatten her zu urteilen, haben wir gleich schon wieder Nacht. So, hier soll der Weg ankommen. So, das heißt, hier ist Ende mit der Mauer erstmal. Schon ein bisschen.
gerade mal gucken. Hier gehen wir dann wieder eins nach oben. Wie habe ich jetzt falsch gebaut? Vermutlich. Also Ecken sind immer schwierig zu bauen. Dann gehen wir hier hoch. Wir dürfen hier noch eins runter. Gucken wir mal schnell. Sieht soweit ganz gut aus. Wir haben immer einen hohen und noch einen flachen Cobblestone nebeneinander. Oh, jetzt wird's düster. Das ist mir doch ein bisschen zu dunkel. Gehen wir nochmal schlafen. So, hier gehört noch Cobblestone hin. Warte mal, jetzt habe ich mich verbaut. So, hier. Dann machen wir das so hier übers Eck. Hoch und flach. Hoch und flach. Hoch und flach. Gut. Verpeilt. Aber wir haben schon den ersten Grundriss der Mauer ums Dörfchen gelegt. Das war's vom aktuellen Bauabschnitt Mauer für das Dörfchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.